Was geht ab, meine OZ-Fighter Osirio, und heute mit einem etwas anderen Super Dragon Ball Heroes Video, denn heute wird es einen Kampf geben mit dem lieben Refazer. Wie geht's dir denn? Hey, mir geht's super und danke, dass ich dabei sein darf. Kein Thema, ebenso. Und zwar, Freunde, drehen wir hier quasi zwei Parts, zwei Kämpfe. Der andere Kampf ist bei Refazer auf dem Channel, der Link dazu ist in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne abchecken. Was wir heute machen werden ist, wir bauen uns erstmal ein Deck, wir beide zusammen, und zwar werden wir zufällig Karten auswählen und daraus ein Deck bauen und dann, ja, treten wir in meinem Part gegeneinander an. In seinem Part haben wir uns noch nichts überlegt, aber da werden wir auch quasi so eine Thematik dem Ganzen geben. Jeder von uns hat erstmal seine Main-Karte gewählt, eine Karte darf dieser quasi mitnehmen, die restlichen Karten werden ausgesucht, die jeweils zwei Typen werden mitgenommen. Welche Main-Karte hast du gewählt? Soll ich dir jetzt schon sagen? Ja, okay. Ich habe den Super Saiyan Berserker Son Goku. Oh, verdammt, ich hätte drauf wetten können. Ja, okay, ich habe Gine gewählt. Gine, Kakarots Mutter. Die Supporterin, okay. Genau. Ah, wir haben ja vorhin drüber geredet wegen Berserker Goku, dieser Ramushi, wie auch immer der hieß, der ist ja ein Konter gegen ihn. Den habe ich leider nicht, sonst hätte ich den sofort genommen, aber gucken wir mal. Naja, jedenfalls, wollen wir anfangen mit dem Auswählen der Karten? Genau, also wir hatten ja gesagt, wir gehen. Sortierung ist genau. Auf Erhalten. Richtig. Und dann Kampftyp. Wollen wir erstmal mit den Heldenkarten anfangen? Ja, mach mal. Okay, gut. Dann habe ich alles jetzt auf meine Heldenkarten nur gefiltert. Okay, sehr schön. Ich würde sagen, du fängst an, ich sag Stopp. Jo, alles klar. Ich nehme erstmal die obere Reihe und dann die untere. Machen wir es immer so, okay? Eine Karte von der oberen, von unten. Okay, ich drücke nach links gerade jetzt schon. Alles klar, dann sage ich mal Stopp. Okay, jetzt die untere Reihe. Moment, jetzt. Stopp. Okay. Alles klar. Okay, okay. Du hast nach links gedrückt, ne? Genau, richtig. Okay. Dann bei mir jetzt. Jo. Dann fange ich jetzt an. Alles klar. Stopp. Mhm. Jetzt eins runter. Und jetzt unten und ich habe angefangen. Jo. Und stopp. Okay, die Karte habe ich noch nie benutzt. Ich habe auch zwei Karten bekommen, die ich nie benutzt habe. Ich gehe mal rüber zu meinem Elite-Typus. Jo. Jetzt nehmen wir hier zwei Karten. Ich drücke diesmal nach rechts. Kannst du ruhig Stopp sagen? Ich habe angefangen. Stopp. Okay, okay. Jetzt bin ich drunter. Drücke weiter nach rechts. Stopp. Oh, okay. Das ging schnell. Direkt. Okay. Okay, gut. Ich bin auch schon bei Elite. Okay. Und drücke jetzt nach rechts. Stopp. Aha. Okay. Alles klar. Jetzt bin ich unten und drücke nach rechts. Stopp. Wow. Also ich glaube, diese Videos werden richtig gut sein. Um Karten testen. Oder zu testen. Genau, richtig. Ich habe nämlich auch die Karten, die ich bekommen habe, ich noch nie gespielt. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, wir machen dann gleich einen Cut, bevor wir in den Kampf reingehen, nur damit wir kurz schauen, was die Karten können. Richtig, machen wir auf jeden Fall. Ich bin jetzt bei dem Berserker-Typen. Ich drücke nach links. Und stopp. Alright. Gefällt mir. Und drücke weiter nach links jetzt. Stopp. Okay. Okay, interessantes Team. Bin ich glaube, Berserker-Typen habe ich nicht ganz so viele. Aber ich fange jetzt oben nach links an. Okay. Stopp. Okay, ich wusste noch nicht mal, dass ich diese Karte habe. Alles klar. Und ich bin unten und nach links. Okay, weiter. Stopp. Alles klar. Das ist eins der geilsten Decks, die ich je gesehen habe. Okay. Ich bin echt gespannt, weil da kann wirklich sehr viel gehen. Jedenfalls, Freunde, wir nehmen uns kurz ein bisschen Zeit und dann sehen wir uns gleich sofort im Kampf wieder. So, gut, jetzt. Oh mein Gott. Ich merke gerade nur, dass du schon wieder irgendwie deutlich mehr Leben hast als ich. Ich weiß auch nicht. Und ich keine Ahnung habe, warum. Vielleicht ist es schon euch aufgefallen und zwar ist mein Gameplay ein wenig laggy. Es liegt an mir, sorry, ich habe die falschen Einstellungen genommen. Ich habe extra darauf geachtet, dass ich die richtigen nehme, aber ich habe es vergessen. Tut mir wirklich leid, ich hoffe, es ist dennoch erträglich. Viel Spaß, das nächste Mal mach es auf jeden Fall besser. So, dann mache ich zuerst die Charaktere hier raus und dann... Ja, machen wir es mal auf... Was hat der denn nochmal hier drauf? Ah. Okay, für den Anfang lassen wir das Ganze mal so.
gucken wir, wie das Ganze läuft. Runde 1 schon sofort. Ja, sicher. Mein dabbender Roboter. Okay, warte. Go on. Ich weiß echt nicht, was deine Charaktere drauf haben. Bei mir auch nicht. Wir haben sie ganz kurz angesehen, aber es war es auch schon mehr oder weniger. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe die Hälfte aber auch schon wieder vergessen. Hey, Kizoku hast du. Ja, der Kid Goku, bei dem habe ich es mir gemerkt, weil das super interessant ist. Der macht nach der zweiten Runde in Kamehameha. Okay. Aber erst nach unseren beiden zweiten Runden. Oh, okay. Oh Gott, das war schlecht. Ja, es war. Knapp. Aber das ist halt sehr ungewöhnlich, dass beide Runden vorbei sein müssen. An sich gibt es gibt so viele Karten, wirklich. Ich weiß, da gibt es so viel, was man noch herausfinden kann, sicherlich. Und was welche Karte drauf hat. Oh Gott. Oh, knapp. Glück gehabt. Oh, dein Hit ist betäubt. Oder? Oh. Nein! Ach! Okay, ich dachte schon. Da musst du mit den Elite-Einheiten eigentlich treffen, ja, wäre jetzt betäubt gewesen. Ja. So, jetzt, ob ich das hinkrieg. Gott! Oh nein! Hey, kommt es mir nur so vor oder ist das schwieriger als offline aus irgendeinem Grund? Also, es fängt auf jeden Fall verspätet an. Es hat auf jeden Fall ein Delay hier im Online-Kampf, ja. Das merke ich. Ja. Aber gut. Das war wie ein Helden des Punkt-Teams. Das war mal nix, weil du keine Heldenenergie hattest. Yeah. So, jetzt. Ah, jetzt habe ich schon meinen Kampf modulieren. Was nehme ich jetzt? Ah, jetzt muss ich irgendwie klug spielen, wenn ich. Wir nehmen mal. Warten auf Gegner. Mal das hier. Weiß nicht, ob es die beste Option jetzt war, aber. Weil, wenn dein Goku jetzt zuerst. Oh, dein Berserker Goku mit seiner CA, wenn es auf mich. Der wird richtig gut Schaden machen. So, jetzt müssen wir den jungen Burschen da erstmal schön zurücknehmen. Beziehungsweise. Nee, ich hab den, ne? Ob das. Okay, reicht. ich geh voll. Gehst du all out oder was? Ja, ich versuch's einfach mal. Okay, warte, ich mach dann auch. Vielleicht tue ich es aber auch nicht. Warte, ich gehe auch laut. Wobei, ich sehe bis jetzt noch nicht, was dein Modul gewesen ist. Ich weiß nur, du hast ihn aktiviert. Ah, okay. Moment, stimmt. Ich weiß jetzt nicht, was der Dackel hier. Soll ich so? Ich mach einfach mal so, let's go, gucken wir uns das Ganze mal an. So, Hit hat einen Boost bekommen. Was? Piccolo. Was zum Teufel? Seine Ausdauer wurde komplett geheilt, wegen dem, der hat's mit Piccolo gelinkt. Nee, ich meinte dieses Stück Fleisch gerade. Ach so, ja. Linie wirft das hin und krieg einen Boost quasi, zweifache Schaden. Ich finde das, okay. By the way, ich muss ja quasi jetzt meine Kate-Transu mit sich und ich muss ja die Karte immer hin und her schieben, beziehungsweise halt dann den Controller. Auch das dauert ein bisschen zu lang, finde ich. Oder bei manchen ist einfach, das musst du gar nicht vollkommen ausnutzen. Keine Kumpangriffe, dreifache. Was ist da alles los? Ja, der hat übel so. Boost bekommen. Bei manchen so Gimmicks, da musst du gar nicht voll aufdrehen oder das volle Potenzial schaffen. Die kriegen das eh nach der Zeit. Boah! Oh nein, du greifst zuerst an. Ja, aber sicher. Ich weiß zwar auch nicht genau warum, aber. Ja, doch, wegen Goku. Der hat 2000 Angriffspunkte noch dazu gegeben. Gott, aber ich glaube, es wird nicht lang. Nein, nicht doch von dem. Von dem will ich doch nicht so. Oh mein Gott. Doch. Ich wollte eigentlich, dass dein Goku sollte draufhauen auf meinen Roboter. Und nicht Popovich. Tut mir leid. Shit. Okay, oh mein Gott. Oh nein, wo bin ich? Oh Mann. Oh no. Ja, die machen aber alle nicht viel Schaden. Brandtief. Muss man dazu sagen. Gleitende Drachenforstung, Korn. Ah, cool. Okay, doch ein bisschen Schaden. Ja, auf jeden Fall. Doch, ja, du bist Nein, ja, weil du betäubt bist. Ja. Oh mein Gott. Oh nein. Oh. Perfecto! Ja, nice. Ja, keine Sorge. Doch, Goku Black darf super. Oh mein Gott, die zerstören mich jetzt mit dem Super. Was? Oh. Wow! Das war der normale Schaden! Wieder den Ja, du bist tot. Oh, du bist tot! Ja, es war's. Oh mein Gott, krank. Wow! Ja, GG, geiler Kampf auf jeden Fall. 16.000 Schaden! Geil. Ja.
Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ja, aber cool, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so random Fights. Auf jeden Fall offen für mehr in der Zukunft. Würde sagen, ich switch mir rüber zu dir. Ja. Ja. Also Freunde, dann ist der zweite, also das zweite Video im Prinzip in der Beschreibung. Den Link dazu, checkt auf jeden Fall aus. Wenn ihr sowas in Zukunft mehr sehen wollt, könnt ihr uns gerne auf jeden Fall wissen lassen. Und ihr könnt uns auch wissen lassen, ob ihr eine andere Thematik haben wollt. Wir haben uns einfach zufällig ausgesucht, dass wir das Ganze mit zufälligen Karten haben wollen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, Feedback habt, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten, Rev, vielen Dank, dass du am Start warst. Wir sehen uns gleich im zweiten Kampf. Bis gleich, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.